Es ist Gamescom und damit nicht nur Zeit für neue Spiele, sondern auch für den BAM, den Computec Games Award. Das ist ja die Spielepreisverleihung, bei der ihr, also die Community, die Spieler, darüber abstimmt, welche Spiele in den einzelnen Kategorien gewinnen. Und wir wollen euch in diesem Video einen Überblick über die Gewinner geben. Wir fangen an mit der Kategorie Adrenalin. Da sind nominiert Far Cry 4, Alien Isolation, Super Smash Bros. Wii U, The Evil Within und The Last of Us Remastered. Und jetzt sehen wir, wer gewonnen hat. So, wir sind jetzt hier am Stand von Sony Computer Entertainment Deutschland. Wie jedes Jahr muss ich sagen, Guido und ich, wir treffen uns. Dieses Jahr gibt es wieder einen BAM Award und zwar in der Kategorie Adrenalin für The Last of Us Remastered. Schwere Konkurrenz geschlagen, Guido. Ja, was soll ich sagen? Danke, ich bin echt überrascht. Last of Us, sicherlich einer unserer besten Titel und jetzt nochmal eine Auszeichnung für die Remastered-Version. Besser kann es nicht laufen. Dankeschön. Und dann geht es auch schon zur zweiten Kategorie. Die trägt den Titel Intelligenz. Nominiert waren da City Skylines, Civilization Beyond Earth, Life is Strange, The Wolf Among Us und Total War Attila. Gewonnen hat City Skylines von Paradox Interactive. Wir übergeben den Award an die Entwickler von Colossal Order. Und die dritte Kategorie im Bunde ist unsere Multiplayer-Kategorie, die heißt Teamgeist und da waren unter anderem nominiert Evolve, Destiny, FIFA 15, Mario Kart 8 und Battlefield Hardline. Mal schauen, wer gewonnen hat. Und gewonnen in dieser Kategorie hat Evolve von 2K Games. Wir übergeben den BAM Award an Jan Sturm, den PR-Manager. Hi, danke Wolf, lass mal das Ding anschauen. Alle Computec Games Awards, Klicker, Mitmacher, Leser, herzlichen Dank. Schöner Preis. Gerade wenn man sieht, die Kategorie war gut gefüllt mit hochklassigen Konkurrenten, sag ich mal. Von daher, geile Geschichte. Dankeschön. Den nächsten Preis, den wir überreichen, der ist für die Kategorie Weltenbummler. Da gehörten zu den nominierten Assassin's Creed Unity, Dragon Age Inquisition, Grand Theft Auto 5, Mittelerde Mordors Schatten und The Witcher 3 Wild Hunt. Gewonnen hat, wen überrascht es, The Witcher 3 Wild Hunt von CD Projekt. Herzlichen Glückwunsch. Thank you very much. Thank you for everyone voting, supporting and really appreciate you. Your support, guys, and thank you first and foremost for going out and buying our game. I hope you like it and you enjoy it a lot. Als nächstes kommen wir zu einer Kategorie, die für Spieler natürlich ebenso wichtig ist, nämlich die von Hardware und Zubehör. Da können sowohl Monitore als auch Grafikkarten oder Eingabegeräte nominiert sein. Mal schauen, welches Zubehörteil oder welche Hardware-Komponente euch in diesem Jahr am besten gefallen hat. Wir sind jetzt am Stand von Nvidia. Drei der Top 4 stammen aus dem Hause Nvidia und der Gewinner ist die, ich glaube, das kann Christian Beer viel besser erklären. Bitte schön, der BAM Award, Christian. Vielen Dank. Wir haben den Award bekommen für die 89, eine Grafikkarte, die wir letztes Jahr vorgestellt haben mit der neuen Maxwell-Architektur und ja, geil, dass die Leser dafür stimmen. Vielen Dank. Bei der Gamescom geht es ja auch vor allem um kommende Spiele, auf das, worauf ihr euch am meisten freut. Und darum geht es jetzt in den nächsten beiden Kategorien, nämlich in Most Wanted der PC-Spiele und Most Wanted der PlayStation-Spiele. Da gab es sehr viele Nominierte, sehr viele heiß erwartete Spiele. Metal Gear Solid 5 war dabei, Fallout 4 war dabei, Master of Orion war dabei oder Mirror's Edge Catalyst und viele weitere, wie gesagt. Mal schaut, auf welches Spiel ihr euch für diese beiden Plattformen am meisten freut. Zwei begehrte Preise, Most Wanted PC und Most Wanted PlayStation 4. Perfekt, geht an Zenimax. Hier haben wir mal für die PlayStation Fallout 4 und dann kommt hier noch für den PC. Wir wollen an dieser Stelle nicht erwähnen, dass im Frühjahr 2016 auch noch Doom kommt.
Also ich denke, Frank, du bist schwer beladen. Ein Wort an die Leser, die das gewählt haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr euch so stark hier für unsere Titel eingesetzt habt. Wir sind auch extrem happy über Fallout. Wir sind extrem happy über hier die Gamescom, dass wir es euch allen zeigen können. Ja, es dauert auch noch ein paar Monate, bis ihr es spielen könnt. Darauf freuen wir uns alle, glaube ich. Damit herzlichen Glückwunsch an Fallout 4, das allerdings eine Most Wanted-Kategorie dann doch abgeben musste, nämlich die der Xbox-Spiele. Und da schauen wir mal, welches Spiel ihm da den Titel streitig gemacht hat. Und der Sieger in dieser Kategorie lautet Star Wars Battlefront. Wir übergeben den BAM an Martin Lorber von Electronic Arts. Super, klasse. Ja, vielen Dank, super, das freut uns natürlich total. Aber noch mehr wird es die Leute im Studio freuen, denen werde ich auf jeden Fall den Preis übergeben. Total super, freut mich. Und die letzten drei Kategorien gibt es gleich in einem Rutsch. Die hat sich nämlich allesamt eine Spielereihe gesichert. Das ist einmal das Mobile Game, Most Wanted Wii U und Most Wanted Mobile Spiele. Und jetzt wollen wir mal schauen, welche Marke es in sich hat, diese drei Preise gleich auf einmal abzuräumen. So, wir sind jetzt hier am Stand von Nintendo. Nintendo ist die einzige Firma, die in diesem Jahr drei Awards bekommt. Und ja, Frank fragt sich schon, wofür. Es ist dreimal Zelda. Einmal der BAM Award für Mobile, für Zelda Majora's Mask 3D. Dann Zelda Most Wanted für Mobile, Triforce und nochmal Zelda Most Wanted Wii U. Oh Mann. Und es ist nicht dreimal das gleiche, es sind drei verschiedene Zelda-Spiele. Das zeigt, wie stark die Marke ist. Dass Nintendo als einzige Company drei Awards abräumen kann, zeigt, wie toll Nintendo unterwegs ist. Super Mario Maker steht ja auch in den Startlöchern. Frank, was sagst du dazu, wie die Leser abgestimmt haben? Ich bin wirklich komplett begeistert, weil gerade dieser Preis, ne, wo derjenige, der diese Spiele spielt, dass die so toll reagieren und sich so freuen auf diese Spiele, da freuen wir uns bei Nintendo drauf natürlich. Das waren sie, die Sieger des BAM, des Computec Games Award 2015. Wir gratulieren natürlich sowohl den Preisträgern als auch allen Nominierten und bedanken uns vor allem bei euch, die ihr mitgevotet habt, hoffentlich, denn dieser Preis, wie gesagt, ihr müsst drüber abstimmen, wer gewinnt. Und wir hoffen, ihr seid dann auch nächstes Jahr wieder dabei, wenn es heißt BAM, der Computec Games Award 2016. We'll be right back.